Herzlich willkommen, ich bin Rosmar, ich helfe smarten Single-Berufsfrauen, die oft schon seit Jahren keine wirkliche Liebesbeziehung mehr hatten, jetzt den richtigen Mann zu finden und gemeinsam unendlich glücklich zu werden. Es wird Frühling und was machen wir normalerweise im Frühling? Ich meine jetzt nicht den Frühjahrsputz, sondern wir misten unseren Kleiderschrank aus. Jetzt ist die ideale Zeit, um das zu tun. Vielleicht erinnerst du dich, das ist übrigens mein Häufchen, das ich heute zusammengesammelt habe, als ich meinen Kleiderschrank vorhin ausgeräumt habe. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich im letzten Jahr einen Videoblog zum Thema gemacht habe, schaffe Raum für deinen Traummann. Im ersten Teil möchte ich dich nochmals dazu inspirieren, genau das zu tun, denn du musst das regelmäßig machen, Raum für deinen Traummann zu schaffen. Und im zweiten Teil geht es um ein ganz spannendes Thema, die Psychologie des Wohnens nämlich. Da möchte ich dir ein paar Tipps für dein Schlafzimmer geben, wie du aus deinem Schlafzimmer den Raum machen kannst, für den er gedacht ist, nämlich die Ruheoase und eine Oase der Sinnlichkeit. Kommen wir nochmals zurück zum Raum schaffen für deinen Traumpartner. Ich möchte dich wirklich ermuntern, deinen Kleiderschrank jetzt durchzugehen und wirklich die Dinge auszumisten, die du letztes Jahr nie getragen hast. Die Dinge, von denen du findest, ja, die gefallen mir nicht mehr so gut, oder die Dinge, die einfach nicht mehr so gut zu dir passen. Sorge dafür, dass dein Traummann wirklich Platz hat in deinem Kleiderschrank, dass er seine T-Shirts, seine Hemden aufhängen kann, wenn er bei dir übernachtet. Hänge ein paar leere Kleiderbügel für ihn in deinen Kleiderschrank. Räume in deinem Schuhschrank Platz frei, damit er zwei Paar Schuhe dort unterbringen kann. Und räume in deinem Badezimmerschrank Platz frei, damit er sein Duschmittel, seine Zahnbürste, seine Tagescreme bei dir unterbringen kann. Was macht das, wenn du Raum für deinen Traummann schaffst? Das schafft automatisch auch gedanklich Raum für deinen Traummann. Das ist besonders wichtig, wenn du, wie ich damals, schon seit längerem Single bist. Wenn du schon länger Single bist, ist dir das Single-Dasein in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist dein normaler Alltag, deine Realität. Und das willst du nicht. Du möchtest auch gedanklich mehr und mehr dorthin kommen, wo die Zweisamkeit angesiedelt ist. Dort, wo du weißt, er kommt. Dort, wo du weißt, ja, es ist Platz im Kleiderschrank. Wir haben gemeinsam Platz in meinem Leben. Du siehst jeden Tag in deinen Kleiderschrank, du siehst jeden Tag in deinen Schuhschrank und in deinen Badezimmerschrank. Das ist wirklich ideal, wenn du dort Raum schaffst, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass er kommen wird, dass er noch in diesem Jahr kommen wird und dass er Platz in deinem Leben hat. Du wirst sehen, es ist wunderbar, alte Dinge wegzugeben. Du machst damit anderen Menschen eine Freude. Die Kleider, die ich weggebe, ich gebe sie in die Kleidertonne und die werden neue Trägerinnen finden, zu denen sie einfach besser passen als zu mir. Kommen wir zum zweiten Teil, die Psychologie des Wohnens. Wie kannst du aus deinem Schlafzimmer die Ruheoase machen und die Oase der Sinnlichkeit, für die dieser Raum bestimmt ist? Kommen wir auf den größten Fehler zu sprechen, den die meisten machen. Die meisten beachten nicht, dass das Schlafzimmer eine ruhevolle Atmosphäre beinhalten sollte. Und was passt nicht in eine ruhevolle Atmosphäre und auch nicht in eine sinnliche Atmosphäre? Viel Weiß. Meist sind unsere Wände weiß gestrichen. Wir scheinen Angst vor Farbe zu haben. Meist sind unsere Wände und die Decke weiß gestrichen. Weiß ist die Absenz von Farbe, das Fehlen von Farbe. Weiß ist klinisch, Spital. Weiß ist kalt, denk an den Winter. Und das sind nicht die Dinge, die du mit einer gemütlichen Ruheoase und überhaupt nicht mit einer Oase der Sinnlichkeit in Zusammenhang bringst. Warme, dunklere Farben, das sind die Farben, die mit dem Abend oder der Nacht und die auch
mit Sinnlichkeit zusammenhängen. Trau dich ruhig, beispielsweise die Wand, an der dein Bett mit dem Kopf, mit der Kopfseite steht, beispielsweise in einem Schokoladebraun, einem warmen Schokoladebraun oder auch in einem Grau, wenn das besser zu dir passt, zu streichen. Du wirst sehen, das gibt dem Raum eine unglaubliche Ruhe, das gibt dem Raum auch eine schöne Tiefe. Und wenn du magst, was wirklich sehr schön ist, dann würde ich dir auch empfehlen, die Decke entsprechend nicht in Weiß und auch nicht in Cremefarben zu streichen. Denn Cremefarben ist blau. Und wenn du an einen Raum der Sinnlichkeit denkst, dann möchtest du nicht blau Teil davon haben. Was kannst du auch noch tun? Du kannst mit Akzenten sehr viel beitragen. Und mit Akzenten meine ich beispielsweise Decken, die du über das Bett legst oder wunderschöne große Kissen, die du ins Bett legst oder natürlich auch einen sehr schönen Sessel in warmen, kräftigen, dunkleren Farben. Beispielsweise in einem Royalblau, wenn dir das gefällt, oder wie ich gesagt habe, in einem Schokoladebraun oder, was mir persönlich sehr gut gefällt, in einem wunderschönen, herzenswarmen Burgunderrot. Das ist eine der sinnlichsten Farben, die es überhaupt gibt. Achte dich doch einmal, wie dein Schlafzimmer wirkt. Ob es ein Raum der strahlenden Helle ist, dann wird dir das nicht den Rückzugsort geben, den du für intime Momente und auch für Ruhemomente brauchst. Es ist zwar ein wunderschöner Raum, aber für das Schlafzimmer ist das das falsche Konzept. Achte dich darauf und versuche, einen Schritt nach dem anderen vielleicht ein Detail auszuwechseln oder vielleicht findest du, wenn du das nächste Mal Kissen kaufen möchtest, die wunderbarsten Farben, die zu dir, zu deinem Geschmack passen und die dann auch zur Ruhe, Oase und Oase der Sinnlichkeit passen. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar dazu hast, wie beispielsweise dein Kleiderschrank jetzt aussieht oder wie du dein Schlafzimmer mit Akzenten neu erfrischt hast, sodass es die Ruheoase und die Oase der Sinnlichkeit ist, die das Schlafzimmer sein soll. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Alles Liebe,